Mein Name ist Martin Lutz. Ich bewirtschafte in der 11. Generation einen landwirtschaftlichen Betrieb mit 180 Hektar und Pensionspferdehaltung in Ofterdingen im Landkreis Tübingen. Jeder Landwirt versucht mit seinen Möglichkeiten, mit bestem Wissen und Gewissen seinen Bauernhof von der Gegenwart in die Zukunft zu führen. Diese Aufgabe ist so schwer wie noch nie. Wir haben den Eindruck, wir können es nicht recht machen. Das Insektenschutzgesetz ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die Politik Gesetze verabschiedet, ohne die Landwirtschaft im Boot zu haben. Das Bauernsterben wird weiter vorangetrieben. Es ist einfach, auf 1% der bäuerlichen Bevölkerung zu zeigen, ohne sein eigenes Tun zu hinterfragen.